Also wir kommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag, jeden Montag 20.15 Uhr auf TV Berlin. Und heute ist zu Gast Gerald Ulrich von der FDP in Thüringen Süd, ist der Wahlkreis. Das ist der Wahlkreis, in dem auch ein gewisser Herr Maaßen kandidiert, dem Sie denn ständig begegnen. Kandidiert hat. Kandidiert ja. hat, ja. genau. Und es nicht geschafft hat. Aber wir reden heute über die FDP, die ja an einer Koalition beteiligt ist. Ihr Vorsitzender ist der neue Bundesfinanzminister. Wie läuft es denn so? Eine Woche. Dies ist, glaube ich, jetzt die zweite reguläre Sitzungswoche in dieser Legislaturperiode, ja. wenn ich gezählt habe. Kann man schon was sagen? Ja, wer ist stärker, wer ist schwächer? Ich glaube, es geht nicht danach, wer stärker oder schwächer ist. Es geht danach. Ich dachte immer, Politik sei wie ein Fußballspiel. Oder wie im Boxkampf. Es geht schon danach, auch die eigenen Vorstellungen durchzubringen, ganz klar. Aber wir haben einen Koalitionsvertrag, dort haben wir uns auf Dinge geeinigt, dass einige Dinge passen uns nicht, einige Dinge passen den anderen nicht. Das hilft aber nichts. Es muss jeder versuchen, seine Dinge durchzubringen. Und ich persönlich würde es nicht für sinnvoll halten, wenn wir uns jetzt schon welchen Kleinigkeiten zerfleischen. Der will da mal mehr Recht haben und der will dort ein bisschen mehr haben. Das bringt im Moment nichts. Im Moment geht es wirklich darum, auch in den Krisen, die wir haben, in der Corona-Krise, in der Ukraine-Krise, dort gemeinsam an einen Strang zu ziehen und an Lösungen zu arbeiten und nicht dem anderen jetzt auch noch im Inland Vorwürfe zu machen. Bleiben wir mal bei den Krisen. Pandemie nimmt kein Ende und die Impfpflicht kriegen wir offensichtlich nicht hin. Die Ampel schafft es nicht, eine Impfpflicht durchzusetzen. Ich finde das merkwürdig. Da haben Sie recht, das ist merkwürdig. Die Frage ist aber auch, brauchen wir wirklich eine Impfpflicht, um diese Pandemie, die sich ja nun scheinbar langsam abschwächt, wenn auch die Zahlen was anderes sagen, aber die Verläufe sprechen ihre eigene Sprache, brauchen wir dann noch eine Impfpflicht? Für mich ist das ein bisschen so, dass der Staat im Moment zeigt, dass er doch viele Versäumnisse hatte in den letzten 2 Jahren und sich jetzt nicht mehr anders zu helfen weiß, als die Bürger damit wieder mit einer Einschränkung sie das ausbügeln zu lassen. Das ist keine gute Idee. Wir haben in Deutschland, wir sind nun wirklich ein Spitzenland in Forschung, in Technik. Wir haben weder genug PCR-Testkapazitäten, noch haben wir eine gesicherte Datenlage. Das ist das, was mich vor allem ärgert. Wir haben kein Impfregister. Warum eigentlich nicht? Das weiß ich auch nicht. Über alles führen wir Register. Ja. Also die Steuerweise... Ja, Sie sind der Bundestag. Sie müssen das doch wissen. Also wir haben ja nun die Pandemie auch schon ein bisschen länger, als wie wir in der Regierung im Bundestag sind. Es hat einfach am Anfang keinen interessiert. Man hat gedacht, das wird schon irgendwie werden und es wird eben nicht. Ob man wirklich auch ein Impfregister braucht, das ist die nächste Frage. Ist ja auch wieder Verwaltung. Ich muss doch eine Übersicht haben. Wie viele Leute sind geimpft, mit welchem Impfstoff, wie lange hält das? Ja, wer davon ist krank, wer davon ist alt und so. Das kann ich doch nur durch ein Impfregister sehen. Man sollte die Statistiken, die sollte man richtig führen, da haben Sie recht. Wenn man da ein Register draus zimmert, digital geht das ja ohne weiteres, habe ich nichts dagegen. Aber es sollte nicht so sein, dass namentlich jeder von uns 83,5 Millionen aufgelistet ist, ob ich geimpft bin und wie ich geimpft bin. Ja. Wenn ich das in Statistiken zusammenfasse, dann ja, auf alle Fälle, dann wäre das eine gute Sache. Ja, aber das hätte man ja längst schon tun können. Das hätte man von Anfang an machen müssen. Jetzt kommt man nicht mehr hinterher. Was will man denn jetzt machen, wenn man es jetzt einführt? Ja, und was machen wir denn jetzt? Freigegeben, Impfpflicht im Bundestag und dann eine Niederlage kassieren als Ampel oder wer immer das einbringt? Oder wie ist das? Der normale Bürger blickt doch gar nicht mehr durch. Die Regierung bzw. die Ampel wird es ja nicht einbringen, sondern es gibt sogenannte Gruppenanträge. Das sind Anträge, die überfraktionell, also interfraktionell gestellt werden. Dort hat Parteifreund Kubicki angestellt, dem ich mich auch anschließen werde, jedenfalls nach jetziger Lage. Dort geht es darum, dass es eben keine Impfpflicht gibt. Am Wochenende habe ich gesehen, dass auch einige andere Parlamentarier einen anderen Antrag gestellt haben, wo es um die Impfpflicht geht, um die Einführung der Impfpflicht. Und dann wird sich entscheiden. Ich finde, das ist schon ein bisschen eine Gewissenssache, die man nicht einfach mit einer Fraktionsdoktrin durchbringen kann. Hier geht es um mehr als nur um einfach die Frage, muss geimpft werden oder nicht. Nur mal zum Verständnis, auch für Sie nochmal, Gruppenantrag ist, da finden sich Gruppen zusammen aus allen Fraktionen im Bundestag. Und wenn die eine Gruppe verliert, der zufällig der Herr Scholz gehören sollte, der Kanzler kann nicht sagen, ich habe verloren, sondern die Gruppe hat verloren oder gewonnen. Das ist eine so mehr oder weniger ein angenehmer Nebeneffekt bei dieser Sache. Ja. Man läuft nicht Gefahr, als Regierung eine Niederlage zu kassieren. Ja, wie ist denn diese Woche? Kommt es denn dazu, dass es zumindest einen Gruppenantrag geben wird im Bundestag? Oder ist das alles
ungewiss heute am Montag, den 24. Januar. Es gibt am Mittwoch, diesen Mittwoch, eine dreistündige Orientierungsdebatte, wo schönes Wort, sehr viele Leute reden werden und ihre Argumente darlegen werden. Denn es gibt sehr viele Argumente. Und sicher sind zum Beispiel meine Argumente völlig anders als die des Gesundheitsministers. Das mag sein. Aber dann werden verschiedene Meinungen auftauchen, sodass sich auch alle Abgeordneten im Kopf darüber im Klaren werden können, was ist denn wirklich das Bessere. Ja, nun, es sind ja die, die gegen das Impfen sind. Sie lassen sich ja auch nicht impfen. Nein, ganz langsam. Also ich bin ein starker Impfbefürworter. Ich bin auch schon geboostert. Ich bin genesen, doppelt geimpft und geboostert. Ich bin ein sehr starker Impfbefürworter. Ich bin ein Gegner der Impfpflicht. So rum ist es. Ja, das wollte ich nur noch mal klarstellen. Ja. Ja, denn das ist der große Unterschied. Das ist ein ich ganz bin großer nicht immer gegen das Impfen, Gottes wenn ich gegen die Impfpflicht bin, sondern ich kann, wie Sie, ein starker Befürworter des Impfens sein, aber nicht der Impfpflicht. Genau, so ist es. Ist das jetzt so klargestellt, absolut richtig, dass kein Zweifel mehr daran ist? Ja. Ja, aber es gibt Impfgegner im Bundestag, die kommen aus den Reihen der AfD. Ja, kann man die noch überzeugen? Nee, das glaube ich nicht. Also es wird sicher eine Gruppe von Menschen geben, wo man mit Argumenten noch an sie rankommt. Aber wer sich dort einmal richtig verfestigt hat und völlig auf der anderen Seite steht und glaubt, dass Impfen schlecht ist, dass die Tatsache, sich impfen zu lassen, schlecht ist, den werde ich nicht mehr überzeugen. Ich glaube auch nicht, mit einer Geldstrafe werde ich den überzeugen. Aber die dürfen auch nicht mehr im Plenum sitzen, nicht? Die werden oben auf die Tribüne verbannt. Das hat die Präsidentin so entschieden und dann ist es so. Ja, und das ist gut so. Direkt neben mir sitzen haben möchte ich auch niemanden, unbedingt, der nicht geimpft ist. Ob das nun wirklich so schlimm ist oder nicht, das kann man, es gibt kein paralleles Universum, wo man sagen kann, hier lass mal so laufen und hier lass mal so laufen und gucken, wie es ausgeht. Wenn wir den Virologen Glauben schenken, wird es sowieso jeder bekommen. Jeder. Es geht nur um die Frage, können wir es zeitlich so weit strecken, dass wir unser Gesundheitssystem nicht überlasten dabei. Aber mit dem Virus in Kontakt kommen, wird höchstwahrscheinlich jeder. Wie sieht es bei Ihnen im Wahlkreis aus? Das ist ja ein ländlicher Wahlkreis. Ist die Inzidenz da höher als in Berlin? Und wie gehen Sie mit den Leuten um? Sind die fürs Impfen oder gegens Impfen? Also wir haben schon relativ viele Impfgegner, die sich auf der einen Seite in Skeptiker unterscheiden. Die fragen sich, ist es denn wirklich gut, wenn ich mich impfen lasse? Mhm. Und bringt es überhaupt für mich und für die Gesellschaft was, wenn ich mich impfen lasse? Das sind die Leute, mit denen man reden kann. Aber die Impfgegner, zu denen übrigens auch der Herr Maaßen inzwischen gehört, er hat ja gesagt, er findet es schlecht, sich impfen zu lassen und man sollte ein Impfverbot aussprechen. Also das kann ich gar nicht nachvollziehen. Mit den Leuten kann man dann auch nicht mehr übers Impfen reden. Aber die Inzidenzen, das ist äußerst interessant, wenn Sie sich das anschauen, auf der Thüringen-Karte. Landkreis Schaaf hat Thüringen ungefähr ein Drittel der Inzidenzen zu den Kreisen, zu den Landkreisen der anderen Bundesländer. Das ist in dem Fall Hessen und Bayern. Also wir haben 260, 270 in etwa, jedenfalls am Wochenende gehabt, heute habe ich nicht geschaut. Das ist die gute Luft in Thüringen. Das mag sein, ja. Und die anderen Landkreise in den anderen Bundesländern haben weit über 600, teilweise über 700. Das ist schon erstaunlich. Meiner Ansicht nach kommt es daher, dass aufgrund der Lage, die ja vor einem Vierteljahr war, wo wir in einigen Landkreisen die mit Abstand höchsten Zahlen in ganz Deutschland hatten, schon eine gewisse Herdenimmunisierung eingesetzt hat und deswegen Omikron oder Corona an sich jetzt nicht mehr so stark zuschlägt wie in den anderen Landkreisen, wo wahrscheinlich wesentlich mehr Menschen geimpft sind, die jetzt wahrscheinlich auch einen deutlich leichteren Verlauf haben und das ist ja das, auf was es ankommt, aber eben hohe Inzidenzen. Wie ist denn in Ihrem Wahlkreis die Protestbewegung? Es gibt permanent irgendwo irgendwelche Spaziergänge, die sich gegen die Corona-Maßnahmen richten. Es gibt deutschlandweit auch schon einen Tourismus, sogar international. Also das sind nicht alles Thüringer, die dort protestieren. Und man muss die Leute auch wirklich unterscheiden. Sind es diese Skeptiker, die man einfach gewähren lassen muss? Das ist jedem sein gutes Recht, finde ich. Oder gibt es die Leute, die einfach aus völlig anderen Gründen auch frustriert sind über alles, was im Staate läuft und die eigentlich unser Gesellschaftsmodell ablehnen.
und die das benutzen jetzt, um einfach mal mitzumarschieren. Ja. Und zu sagen, nieder mit der Demokratie. So ist es. Das sagen sie zwar nicht, aber das meinen sie eigentlich. Ja. Was interessiert die Leute am meisten denn in ihrem Wahlkreis? Naja, zurzeit. Im Moment ist das schon Corona, das muss man so sagen. Ja, abgesehen von Corona. Ja, da machen wir jetzt mal einen Punkt. Da gucken wir mal, was diese Woche passiert. Und ob, was glauben Sie, Impfpflicht oder nicht? Die letzte Frage zum Corona-Aspekt. Ich glaube, sie kommt nicht. Sie kommt nicht. Also gut. Das ist aber meine ganz persönliche Meinung. Das hat nichts mit Fraktion oder Partei oder sonst was Impf zu tun. Ja, Impfpflicht nein. Einfach gesagt. Ja. Da kann man sich ja auch drauf einigen, wenn es denn was nutzt. Ich wäre dabei. Ja. Was bewegt die Leute am meisten nach Corona? Corona andere bewegt Themen. Uns alle. Das ist schon im Moment Ukraine, da machen sich viele Leute Gedanken drüber. Wir haben morgen eine Landesvorstandssitzung, wo wir das auch auf die Tagesordnung genommen haben, um darüber zu reden. Ich meine, wir können als Landesvorstand nichts ändern, aber trotzdem merke ich daran, dass es die Leute sehr beschäftigt. Was die Leute noch sehr beschäftigt, ist die Inflation, vor allen Dingen die im Energiesektor. Ja. Das wird jetzt Stück für Stück kommen. Und was der Staat da machen kann, ob er was dagegen machen kann oder ob er was für uns dafür machen kann, für den Bürger. Darüber reden wir gleich mit Gerhard Ulrich. Er ist FDP-Bundestagsabgeordneter aus Thüringen Süd. Bleiben Sie dran. Wir werden Antworten finden darauf. Bis gleich. Zurück in unserer Sendung aus dem Bundestag mit Gerhard Ulrich. Er ist Bundestagsabgeordneter aus Südthüringen. Jetzt habe ich es richtig gesagt. Nicht Thüringen Süd, sondern Südthüringen. So ist es. Ja, so ist es. Wir haben über Pandemie gesprochen, wir haben über Impfpflicht gesprochen, Impfen ja, Impfpflicht nein. Und das Nächste, was die Leute mächtig interessiert, ist, wer zahlt eigentlich ihre Stromrechnung jetzt? Denn die meisten Leute haben gar nicht das Geld, um 7-fach erhöhte Stromrechnung gegenüber dem Vorjahr 7-fach erhöht bezahlen zu können. Muss der Staat eingreifen? Ich glaube, kann er eingreifen? Der Staat hat schon eingegriffen, indem er ja sagt, dass die EEG-Umlage wegfallen soll. Und die aktuelle Diskussion beschäftigt sich auch damit, sie noch früher als zum nächsten Jahreswechsel wegfallen zu lassen, weil die Preise ganz einfach weglaufen. Das kann man nicht einfach so lassen, wie es ist und kann gar nichts machen. Das halte ich für sehr schwierig. Erhöhungen 20%, 30%, 40%, das hat es alles schon mal gegeben. Aber mehrere 100% sind nicht akzeptabel, finde ich. Das kann sich niemand leisten. Ja, nun sagen ja die ganz großen Putin- und Russland-Versteher, deswegen müssen wir Nord Stream 2 möglichst schnell aufmachen, damit das Gas da durchfließen kann. Und je mehr Gas wir haben, umso stärker sinken die Preise wieder. Einfache Rechnung oder falsche Rechnung. Wenn Putin das Gas als Druckmittel einsetzen will, dann kann er auch einfach weniger liefern, sowohl durch Nord Stream 2 wie auch durch die Ukraine-Pipeline oder Nord Stream 1. Das hat nichts mit der Pipeline an sich zu tun. Die Ukraine hat Angst, wenn Nord Stream 2 aufgemacht wird, dass die Kapazitäten durch die Ostsee dann ausreichen, damit die Ukraine-Pipeline nicht mehr benötigt wird und dass man der Ukraine dann ganz den Hahn zudreht. Das ist auch eine Gefahr, die in der Tat da ist. Bei Nord Stream 2 ist vieles falsch gelaufen. Nord Stream 2 wurde nicht in den europäischen Kontext eingebunden. Das hätte von Anfang an passieren müssen. Deswegen ist die Aussage, es ist ein rein privatwirtschaftliches Projekt, die ist zu einfach. Die macht man sich zu einfach. Die Aussage stammt vom Kanzler Scholz, der das gesagt hat. Der will wahrscheinlich seinen Parteifreund Gerhard Schröder, der in den Aufsichtsgremien von dieser Pipeline sitzt, ein bisschen Wind aus dem Segel nehmen. So, das habe ich ja gar nicht gewusst. Das war eine Frage. Das kann schon sein, dass er das will. Ich weiß es nicht. Die Fehler bei Nord Stream 2, die hat nicht Scholz gemacht. Die sind vorher schon gemacht worden. Also jetzt ist die Pipeline technisch fertig. Und ich halte es ehrlich gesagt für Unfug, eine Sache, die fertig ist, nicht auch in Betrieb zu nehmen. Sieben Milliarden hat sie gekostet. Man muss nur schauen, welche Folgen sie hat. Ja. Und die Folgen, die wir auch im politischen Bereich, auch in der Bundesrepublik haben werden, die werden schon enorm sein. Eben, weil Nord Stream nicht von Anfang an in europäischen Kontext eingebunden war. Also, klare Meinung von Ihnen, sie sollte, weil sie fertig ist, auch in Betrieb genommen werden. Ja. So, die politischen Komplikationen, die sich daraus ergeben.
wenn sie nicht in Betrieb genommen wird, können wir momentan nicht einsehen oder einschätzen. Oder sehen Sie das anders? Kann man Putin überhaupt einschätzen? Also ganz genau kann man ihn sicherlich nicht einschätzen. Man muss wissen, er versucht natürlich oder ist ein Anhänger des Großrussischen Reiches. Er möchte schon gern auch wieder die Sowjetunion zumindest in ihrer räumlichen Ausdehnung wieder haben. Und davor haben sehr viele Leute Angst. Und ich glaube nicht, glaube überhaupt nicht, dass er ein Diplomat ist. Er ist für mich, gibt er sich eher wie ein Zar als wie ein Diplomat. Und deswegen ist ihm auch mit diplomatischen Mitteln sehr schwer beizukommen. Ich glaube, er versteht dort nur eine relativ eindeutige Sprache. Und die muss heißen, wenn du Mist baust in der Ukraine, ist es für dich schlimmer als für uns. Ja, aber welche Mittel haben wir denn? Ich meine jetzt wir, der Westen. Die Bundesrepublik als ein alleiniges Land hat sowieso keine Handhabe. Wir können ja nicht mit der Bundeswehr einmarschieren. Ja, das wird nichts. Das wird nichts, genau. Nee. Das soll noch Gott sei Dank so bleiben. Ja, in Zeiten von Genscher hatte Deutschland auch noch andere Mittel und Möglichkeiten, generell auf der Welt zu argumentieren. Wir haben sehr viel mit Wirtschaftshilfe gemacht. Das sind aber zu viele andere Player im Moment im Spiel, die diese Wirtschaftshilfen auch wirklich nur aus rein politischen Gründen machen. Ich glaube, wir haben da noch ein bisschen anders argumentiert, aber wenn Sie heute sehen, wie China auftritt, wie auch Russland in anderen Teilen der Welt auftritt, ist das mit dieser Wirtschaftshilfe nicht mehr ganz so einfach. Wir müssen sehen, dass wir als Europäer wieder als Gemeinschaft auftreten. Nur dann haben wir eine starke Stimme. Dann sind wir 550 Millionen. Diese 83 Millionen Deutschen, die spielen dort nicht mehr die Rolle. Und dort müssen wir eine gemeinsame Strategie finden, was wir auch nicht gegen Russland, sondern gegen die jetzige Politik von Russland machen. Aber die Polen haben viel mehr Angst vor Russland als wir. Das ist in der Tat so. Die sind ja auch dichter dran. Ja, eben. Und sie haben auch in der Geschichte schon mehrfach oder mehr negative Erfahrungen gemacht als wir. Ja, und weil das so ist, ist ja die Frage, welche Lösung gibt es überhaupt? Wir sprechen von Annäherung, wir bemühen Willy Brandt, die Ostpolitik. Nur, das war damals anders. Damals ging es darum, Grenzen festzuschreiben. Heute geht es bei Putin darum, Grenzen zu verändern. Haben Sie recht, ja. Was kann unser Außenminister Baerbock, die ja gerade in Moskau war, da überhaupt an Botschaften übermitteln? Botschaften kann sie viele übermitteln. Die Wirkung wird sich für einen Außenminister, egal aus welchem europäischen Land, immer in Grenzen halten. Solange dieser Außenminister nicht auch hundertprozentig im Namen aller Mitgliedstaaten redet. Deswegen bin ich der Meinung, wir brauchen auch einen europäischen Außenminister. Ja, also nicht nur einen hohen Kommissar, sondern direkt einen Außenminister. Gut, machen wir hier auch mal einen Punkt. Das Problem wird uns noch länger beschäftigen. Ja. Und wenn Sie das nächste Mal wieder hier sind, sind wir bestimmt wieder beim Thema Ukraine. Was die Leute noch ganz mächtig ärgert, kann man nicht sagen, aber beschäftigt, weil sie es nicht verstehen, ist Inflation. 5%, ist das schon eine Inflation, Preissteigerung? Oder fängt Inflation nicht erst bei 50-60% an? Ja. Wenn die Zinsen entsprechend der Teuerung sind, ist ja alles in Ordnung. Aber das ist ja nicht der Fall. Wir haben nach wie vor eine Nullzinspolitik. Und die Inflation ist wahrscheinlich im Moment auch nicht richtig berechnet, weil sie in einigen Feldern so sehr davon galoppiert, dass das der sogenannte Warenkorb gar nicht mehr abbilden kann. Ich glaube, die gefühlte Inflation, und das ist ja das, was die Menschen auf die Palme bringt, die ist wesentlich größer als die, die wirklich wirtschaftlich festgestellt wird. Und sogar Dürer hat ja zu seiner Zeit schon die Inflation als eine der vier apokalyptischen Reiter, also er nannte es Teuerung, beschrieben, weil sie eben enorme Auswirkungen haben kann. Wenn sie nur Inflation, also wenn die Inflation derart ist, dass die Löhne und das Einkommen an Geld überhaupt nicht nachziehen kann. Und das ist jetzt schon ein paar hundert Jahre her. Ja, aber wir haben nichts gelernt. Die Lage ist ja jetzt so, wir haben 5% auf dem Papier. Wenn ich aber Bauherr bin und Holz bestelle, dann habe ich 20% Steigerung von Monat zu Monat. Das heißt, ich kann normalerweise, der normale Bürger kann, wenn er Bauherr ist, das gar nicht mehr finanzieren. Der hat ein Riesenproblem. Ja. Wenn er nicht irgendwann voriges Jahr günstig abgeschlossen hat, dann hat er jetzt ein Riesenproblem. Ja, aber die Verträge werden ja meistens gekündigt, weil sie einfach nicht mehr einhaltbar sind.
von denen. Was macht die Politik in so einem Fall? Was machen Sie als Liberaler? Die Politik kann nicht sagen, es darf keine Inflation geben, wir verbieten Inflation. Also Preise richten sich immer nach dem Markt. Ja, deswegen ist das so einfach nicht. Aber sie muss schon sehen, dass sie zum Beispiel, wie gesagt, bei den Energiepreisen einiges nachlässt, beziehungsweise das EEG entweder abgeschafft wird oder nicht so kommt wie geplant. Ansonsten geht es nur mit Steuererleichterungen. Ja, aber genau das geht doch gar nicht. Weil die Kassen sind sowieso schon leer. Und jetzt gebe ich noch eine Steuererleichterung dazu. Sie als Liberaler sind ja auch Ökonom. Ja. Oder gerade der Ökonome ist der echte Liberale. Der sagt, es funktioniert doch nicht. Doch, ich kann doch nicht ständig den Staat intervenieren lassen. Dagegen ist doch eigentlich die liberale Grundidee. Den Staat möglichst weg, liberal sein, habe ich mal gelernt, heißt weg, frei vom Staat sein. Aber weniger Steuern ist doch immer liberaler als mehr Steuern. Ja, das ist dass wahr. Der Staat auch Steuern aber braucht, der das Staat ist ganz klar. Nimmt die Steuern ja ein oder gibt sie aus. Und wenn ich die senken will, dann fehlt doch was. Aber bei allen Wirtschaftsaufschwungen hat sich doch gezeigt, dass die eigentlich nur durch Entlastung kommen und nicht durch eine Mehrbelastung. Wenn ich jetzt die Steuern erhöhe, muss ich doch nicht erwarten, dass die Wirtschaft anspringt und ich habe ein enormes Wirtschaftswachstum. Denn dieses Wirtschaftswachstum ist ja eigentlich das, aus dem wir auch mehr Einnahmen generieren wollen. Nicht durch einfach nur mehr Steuern, also durch Erhöhen von Steuern. Ja, aber die Frage bleibt ja offen, wenn ich jetzt den Bürgern Entlastung gebe bei inflationären Tendenzen oder bei den Energiepreisen. Das heißt, ich muss ja irgendwo hernehmen. Ich muss es aus dem nehmen, wo sowieso nichts ist. Ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben, wenn Sie sagen, wo sowieso nichts ist. Ich will Sie auch ein bisschen kitzeln. Es ist schon so, dass wir nach wie vor noch das wirtschaftliche Ungleichgewicht festgestellt haben, weshalb wir auch die Schuldenbremse ja noch außer Kraft haben. Und dass ja, versprochen ist, dass sie wieder eingeführt wird. Dass sie nächstes Jahr wieder eingeführt wird. In einer Krise wie der derzeitigen, die Schuldenbremse einzuhalten, dafür gab es ja diese Klausel, das wirtschaftliche Ungleichgewicht festzustellen und dann davon abzuweichen. Das ist auch gar nicht so falsch, dass das gemacht wurde, aber es kann eben nicht zu einem dauerhaften Instrument werden. Und ich finde schon, dass sie auch nächstes Jahr wieder eingeführt werden sollte. Und die Schuldenbremse heißt ja nicht, dass wir gar keine Schulden machen dürfen. Naja, sie heißt ja Schuldenbremse. Das heißt ja nicht Schulden aus. Ja, das ist aber unser Ziel. Ja. Also eigentlich sind wir der Meinung, der Staat soll den ausgeglichenen Haushalt haben und dass man das, was man ausgibt, vorher auch verdient. Ja, und da komme ich wieder zum Stand der Ampelkoalition, Ihre Partei, unter dem Finanzminister Lindner, der ja auch Ihr Vorsitzender ist. Der sagt, Vorsicht, Vorsicht, genau was Sie gerade gesagt haben. Die Grünen bei Herrn Habeck sagen, wir müssen noch viel mehr ausgeben, um das Klimaschutzziel zu erreichen. Ja, wie soll das gehen? Sie meinen, das wäre eine Quadratur des Kreises? Ja, genau dazu wollte ich Sie verlocken, das zu sagen. Ich habe nicht gesagt, dass ich das gesagt habe. Ich habe gesagt, Sie meinen das. Das ist natürlich schwierig und deswegen wird das auch nicht in 4 Wochen gemacht sein. Dort brauchen wir schon eine gewisse Zeit dazu, um die Anstrengungen in die richtige Richtung gehen zu lassen. Aber ich glaube, dass wir mit einer vernünftigen Steuerpolitik und mit einer vernünftigen Ausgabenpolitik schon auch dorthin kommen. Es sind die 60 Milliarden, die sowieso eigentlich da waren an Verpflichtungen. Die werden jetzt wahrscheinlich auch ausgeschöpft. Ein Großteil davon wird zum Beispiel auch für die Abschaffung des EEGs verwendet. Das kann aber nicht jedes Jahr so sein. Und andere Verpflichtungen, es gab ja noch über 200 Milliarden andere Verpflichtungen, die werden nicht ausgeschöpft. Na gut, ich gehe mit großem Optimismus in die nächsten Monate. Wenn ich Sie so höre, kriegen wir das alles in den Griff. Die Ampel zumindest. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wenn wir das nächste Mal da sind, reden wir wahrscheinlich über Ukraine nochmal und Pandemie. Und alles andere ist dann hoffentlich glatt gebügelt. Oder geregelt. In diesem Sinne wünschen wir uns ein schönes politisches Jahr. Dankeschön. Wir sind in der zweiten Sitzungswoche und diese Woche geht es richtig zur Sache und los. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Für heute herzlichen Dank, Gerhard Ulrich von der FDP in Südthüringen. So ist richtig. Ich betone das deswegen, weil ich vorher immer Thüringen-Süd gesagt habe. Aber ich wurde ermahnt in der Werbepause, dass es Südthüringen heißt. Das heißt ja auch nicht Nordbayern oder Bayern-Nord. Genau, so ist es. Ja, man ist ja lernwillig und fähig. Vielen Dank, dass wir heute da waren. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder nächste Woche Montag, wie immer,
2015 auf TV Berlin, Bundestag. Bis dahin, danke und tschüss.